Hallo, herzlich willkommen zurück. Und als allererstes wünsche ich euch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Heute geht's weiter, 2. Januar. Oh, ich hab Bock. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nochmal so einen Kampf machen. Und wir wollen vor allen Dingen nochmal die Schüler reinschicken. Und gar nicht so sehr die Lehrer. Mal zu gucken, was die Schüler so drauf haben. Wenn da, ich sag mal, wenn da einer drauf geht, dann, naja, gut, so ein bisschen Schüler ist halt, Schwund ist halt immer unter den Schülern, ne? Der eine oder andere kennt das sowieso schon. Stone Ruins. Ihr seht hier tatsächlich immer dabei, was für eine Schwierigkeit das ist, aber leider wird da nicht so viel erklärt. Delving deeper may have consequences. Mhm. Fungal Cavern, das klingt nach sehr viel Pilzen. Wir könnten ja einfach mal hier die Steinruinen starten. Ja, ich muss tatsächlich einen von meinen Lehrern mit reinschicken, aber ich kann ja auch die Audrey nehmen. Warum auch nicht, oder? Wasser, Luft, Dark, Lightning. Lightning ist immer gut. So, Backrow. Fill Mana Before Battle. Und was haben wir dann noch? Nature. Feuer hätte ich gerne, aber Feuer haben wir gar nicht. Wir können noch Dark nehmen. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns die nochmal an. Also, Audrey ist ja unser, ja, weiß ich jetzt auch nicht, Student, Schüler, wie auch immer. Er ist jetzt mit dabei im festen Team und der kann Multi-Attack machen mit einem Damage von 8. Das ist nicht so viel, das heißt, der wird eher shielden, der wird eher die Leute shielden. Wir gucken uns die anderen nochmal an. Er hier kann Damage von 35 machen. Das ist noch geschlossen, oder was ist das hier? Shadow Cloak to an Allied Position for 2 Rounds. Mhm. Und hier nochmal Damage. Also der Dark Wand ist unser Damage Dealer, könnte man sagen. Nature macht auch Damage. 10 Power. Na. Ah, okay. Nature ist auch nicht so schlecht. Irgendeinen müssen wir hier lassen. Warte mal, er kann 2-1-1 und sie kann auch 1-1-2. Also das gleiche natürlich, entschuldigt bitte. Aber sie ist schon ein bisschen besser. Also Edric bleibt hier. Und Finn macht Lightning. Ja, ich denke mal, das ist genau die Aufstellung, die ich haben will. Also Steinruinen. Gucken wir nochmal. Audrey und Burr, wait mal eben. Da ist aber... Oh, ich muss 2 Lehrer mitnehmen. Ach, das habe ich total... Weil der so klein ist, habe ich das total verpatzt. Ja, kommen wir. Ich denke mal, wir werden... Tja, die Frage ist jetzt gerade mal, warte mal, der mit dem... Ach, die stehen noch immer in der ersten Reihe. Okay, man kann das gar nicht so... Man kann das gar nicht so sehr auswählen, wie ich dachte. Ich dachte, wir könnten da nur die Schüler reinsetzen. Ja gut, schade auch. So, wir machen uns für eine Battle bereit. Und in der Zwischenzeit gucken wir doch nochmal, was machen wir hier eigentlich für Quatsch. Hier machen wir gerade die Pantry. Ah ja, ich erinnere mich. Wir wollten ja hier nochmal ein bisschen neuer auf, also mehr Ingredients lagern können. Tatsächlich könnten wir das hier auch nochmal machen. Oh, jetzt geht's hier schon los. Ey! Ey, warte mal, was ist jetzt? Also, hallo. Okay, die fangen erstmal direkt an und hauen uns erstmal ordentlich auf die Mappe. Schon mal jeder, schon mal 20 minus. Die sind aber nicht so viel tatsächlich. Das ist schon mal gut. Attacks an enemy and lowers their power and speed by 7. Den Belcher da vorne, aber der ist ja trotzdem dran, oder? Das kostet 40 Mana. Wer ist dran? Der Birr, der hat 90 Mana. Das ist natürlich nicht so viel. Mit 10 Mana mache ich 20 Schaden. Brauche dann aber... Das ist natürlich viel besser, oder? From the attacks an enemy deals plus 20 Damage. And from back row, aber... Müssen wir nochmal gucken, ob ich das wirklich tauschen kann. Vielleicht
Habe ich das auch irgendwie falsch gesehen? Wir machen erstmal eine Runde. Dreimal hat er sogar geschossen. Sehr gut. Tentacle Slash. Attacks an enemy deals plus 20 damage when attacking from Shadow Cloak. Ja. Jetzt nicht so. Man muss allerdings auch sagen, ich habe mich hiermit noch nicht so richtig beschäftigt. Ach, schade. Come on. Really? What the heck? Der da hinten wieder dran, aber ich würde sagen, wir schalten ihn auf jeden Fall aus. Was weg ist, ist weg. Ja, yeah. Geil. Wie ist das eigentlich mit Audrey? Ach, Audrey darf auch zweimal sterben. Bill ist auch schon einmal gestorben. Entschuldigt bitte. Kann also sein, dass wir den einen oder anderen jetzt nochmal retten müssen. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier auf Bill einfach mal so eine Wand des Schutzes, ja, weil 65 von 155 sieht jetzt nicht so gut aus, sag ich da mal, ja. Und jetzt gehen wir wieder mit allem, was geht, auf den nächsten kleinen, was auch immer das ist. Er greift gar nicht so sehr an hier, der hintere, ne, der Belcher. Attacks an enemy and lowers their power and speed by 7. Ah ja, machen wir mal. So, er shieldet wieder. Ja, er muss auf jeden Fall durchschilden. Ich will ihn nicht verlieren. Tentakel Slash, du bist weg! Ja. Warum fehlt jetzt die Animation? Weiß man nicht. Jetzt müssen wir noch den Belcher machen. Wir hauen raus, was geht. Yeah. Lass das mal. Audrey. Okay, Audrey hat noch. Multi-Strike. Wir hauen auch das hier raus. Und dreimal sogar. Das lief gut. Tentakel Slash. Lash One. Manchmal spricht man die Dinge auch einfach so aus, wie man Bock hat, oder? Kennt ihr das auch? Ja, wahrscheinlich, oder? Und tschüss! Oh, du hattest gar keine Chance. Rewards. 20 Ice Petals. 50 Wood. Hm, okay. Zweimal die Suppe, das ist schön. Hm, lecker. Und zwei Arcane Schriftrollen. Alles gut, Chamber. So interessant, wir bauen hier auch noch weiter. Underschool Chamber, Luxury, Underground, Gremlins und Ooze, do not spawn here. Ja, müssen wir das nochmal leiten? Nö, es ist schon. Krass, dann haben wir jetzt hier auch tatsächlich, bauen wir hier so Gänge weiter. Na. Gut, wir haben auch schon wieder zwei Verletzte da liegen. Erstmal die Lehrer, würde ich sagen, ne? Erstmal die Lehrer und später dann die Schüler vielleicht. Es gibt uns nochmal zu denken, ob wir vielleicht noch ein weiteres Medizinbett aufstellen wollen. Das können wir gerade gar nicht. Phoenix Flower fehlen schon wieder. Dann harvesten wir die mal hier. Oh, hier ist auch direkt noch eine vor der Tür. Die harvesten wir auch schon mal. Und die hier harvesten wir auch schon mal. So. Nun gut, hier wird Unterricht betrieben. Revival Flask, das erinnert mich daran, dass wir eigentlich noch so eine Tränkestation bauen wollten, oder? Alchemie, irgendwas, ihr wisst schon. Alchemist Station. Ach, das können wir noch nicht. Uns fehlt noch 4 Ektoplasma. Wo kommt denn das her? Used in Receipts for Potions and Quilted Helpers. Source Midden Jelly Spectral Craw. Okay. Diese Spectral Craws. Gucken wir mal nach diesen Jellies. Was ist das hier? Nee, das ist es nicht. Das sind alles nur Ratten. Mandrake. Mhm.
Deposit. Und das sind aber auch andere Bäume hier, ne? Bristol Cone Tree. So, ich weiß nicht genau, was das jetzt hier für ein Geräusch war. Wir gucken hier nochmal nach den Jellies. Hier liegt noch Zeit. Das ist Rimmith. Ja, Steuerung ist manchmal ein bisschen spannend, sagen wir mal. Craw Corps. Hier, den sollten wir vielleicht mal einlagern. Cross Leaping, den sollten wir vielleicht mal hunten. Honey Drop Bush. Mana Crystals haben wir nicht so viele. Was ist das hier? Honey Drop Bush. Gross Light Sun. Ja, wir könnten uns natürlich auch nochmal um die. Um den Garten kümmern. Haben wir da was Neues gehabt? Modest Grave hatten wir schon. Bitter Rice Plot haben wir hier unten schon. So, hier wird einfach nochmal alles abgefarmt. Die müssten halt Zeugs reinschleppen, ne? Naja. So, wir sind jetzt bei 8 Leuten, richtig? 2, 4, 6. 2, 4. Das heißt, 10 Betten hätten wir. Wir könnten noch mehr kommen lassen. Also vielleicht noch 2 Schüler. Das Problem ist nur, die Schüler machen halt nicht so richtig viel. Das sieht man ja hier unten. Charge skill required for using lightning. Refill the charge in a mana lantern. Ja, das können wir auch alles mal hochsetzen. Hier tend and destroy. Plant seeds and fertilize crops. Das könnte ich sagen, macht ja auch alle. Andererseits repair hall ward. Protective Magic used to reset an underschool ward can also enable scarecrow. Enable a scarecrow or a fog aegis to function. Ja, okay. Clean finde ich auch sehr wichtig. Solltet ihr bitte auch alle mal machen, ja. Schön aufräumen und repairen. Hm, naja, kaputt machen ist jetzt nicht so eus. Hier, Medical Rest. Finn, du musst auch Medical Resten, bitte. Geht das vielleicht noch lauter und mich erschreckender, bitte? So, no research selected. Research fully stocked lightning. Skill. Dann machen wir doch gleich mal hier Storage. Da können wir doch hier unten einfach mal so eine Pantry reinbauen. Ist doch super. Können wir vielleicht sogar 2 reinbauen? Ja, tatsächlich. Wir könnten hier sogar 2 reinbauen. Ist ein bisschen voll dann hier, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Wir werden dem hier auch eine höchste. Naja, es wird schon gebaut, alles klar. Aber das ist gut, dann haben die mehr Platz, dann sammeln die vielleicht wieder auch mehr ein. Das ist gar nicht so schlecht. Sehr gut. Wie viel Platz ist denn da so drin? 20. Das heißt, wir haben jetzt 40 mehr Platz. Das heißt, die Schüler müssten jetzt erstmal losgehen und Zeugs einsammeln. Hervorragend. Guck mal hier, Audrey ist schon sehr gut dabei. Achso, wir wollten ja nochmal nach einem dritten Bett gucken. Noch ein drittes Bett. Kriegen wir noch eins hin? Ja, wir könnten hier noch eins hinbauen, tatsächlich. Machen wir das einfach? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, weil dann kriegen wir einfach direkt... Ich meine, ihr seht ja, 4 Leute sind nach so einem Kampf immer betroffen. Ich meine, Audrey ist gleich fertig, aber die anderen beiden bauen auch nochmal 50. Deswegen... Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir das haben. So, jetzt wird hier nochmal geharvestet. Haben ist besser als brauchen, ja.
So. Fuck it, Wahnsinn. Nein! Aber wir hatten ja gesagt, wir warten damit nochmal. Was machst du denn hier unten eigentlich? Ah ja, du holst hier noch so ein Mana-Crystal ab. Alles gut, dann mach das mal. Kann man hier eigentlich auch noch so Sachen reinbauen? Ja, tatsächlich könnten wir hier unten auch noch Sachen reinbauen, okay. Könnte man denken, die sind wahrscheinlich relativ schnell voll, ne? Okay. Na, hier wird mal ordentlich Bums gemacht. Ich würde jetzt mal... Oh, was haben wir denn da? Warte mal, hier, was ist denn das hier? Hunten, aber sofort. Aber sofort. Sind die nur nachts aktiv? Kommen die auf uns zu? Greifen die uns an? Fressen die irgendwas? Ich habe ihn verloren. Ich glaube, er ist tot. Aber guck mal, hier wird der ganze Vorgarten umgegraben. Ich würde sagen, in der Forschung gucken wir nochmal nach einem weiteren... was haben wir denn hier? Small Round Window. Das ist natürlich schon schön, ne? Hm. Ha, ich würde gerne schneller forschen können. Hier können wir Iceflower Planter bauen. Smoke, bla 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 bla. Was haben wir schon? Alchemist Station, was? Haben wir die schon gebaut? Was? Construction ist es nicht. Furniture ist es auch nicht. Mana Lantern. Wow. Okay, man kann hier so richtig dicken Stuff machen, sagst du? Ach so, Alchemist Jason, ja, die haben wir schon. Wir brauchen noch Ektoplasmen. Ja, ja, das ist das Problem mit dem Ektoplasma. Okay, alles klar, da habe ich mich ein bisschen vertan. Entschuldigt bitte. A decorative piece adds luxury and is necessary to create a kitchen. Hm. Kämen wir andere Hydron Planter, Mandrake Planter und ah, das kostet mal, das können wir uns eh nicht leisten gerade. Aber wir sind ja auch noch, ach Gott, am Anfang hier, alles klar. Wormwood Planter und Diskgedöns Planter. Ja, machen wir das mal hier. Ich glaube, da haben wir auch die vier schon bezahlt. Oder haben wir noch irgendwas? Das geht ja sowieso nichts anderes hier. Das können wir uns nicht leisten. Das könnten wir natürlich machen, aber das bringt jetzt nicht so richtig. Placeable outside on roofs. Nee, nee. Nee, 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 nee. Das ist nicht, was wir wollen. Was haben wir denn hier? A wand with water specialization. Mhm, interessant. Candelabra. Luxury and light. Ein Candelabra. Und hier, mitten Jelly. Be scared of him only used in receipts for quilted helpers and build certain furnishings. Was ist das hier? Receive quilted carrier. Spindel. Okay, was habe ich jetzt ausgewählt? Naja, wir bleiben mal dabei. Also dann können wir die Bäume machen. Ich glaube, das ist gut, wenn wir die, opa, wenn wir die Bäume machen. Ja, jetzt wird hier geschlafen. Das ist gut. Da ist noch ein Medizinbett frei. Wie kann das sein? Wer muss noch heilen? Hier. Finn, Clara und Bill. Bill ist halt
Noch bei der Arbeit, oder? Ah ja, der kocht noch. Das ist natürlich auch wichtig. Das mit den Meals. Wobei, da haben wir jetzt wirklich gerade viel Gutberries. Naja. Da haben wir halt genug. Ich glaube, weil wir die halt ja auch hier anbauen, ist das gar nicht so schlecht. Wir können schon mal gucken, was es denn kosten würde, hier das nächste Ritual zu machen. Da könnten wir das dicke Ritual machen. Das nimmt halt schon echt viel in Anspruch. Da müssen wir mal gucken. Es wird halt auf Dauer immer teurer. Ich würde sagen, hier bauen wir die Holzfarm auf. Sobald wir die haben, bauen wir dann die Holzfarm auf. So, sehr gut. Drei Leute schlafen im Medical Bed. Das ist doch hervorragend. Guck mal, die beiden Schüler nur noch 25 jeweils. Perfekt. Und Bir, ja, 55. Also er ist vielleicht nicht unser bester Mann, ja. Vielleicht gehen wir da nochmal durch, wer eigentlich hier was kann. Der macht 22 Schaden. Attacks an enemy, 50% Critical Hit Chance. Deals a critical hit will deal double damage. Adds retaliate 15 to allies in the targeted row. When attacked, a mage will retaliate, will damage the attacker. Ah ja, alles klar. Also das ist, glaube ich, nicht so schlecht, dass wir ihn dann doch mal mitnehmen. Trauma für 26 Tage. Lass uns doch nochmal gucken, wir konnten das doch auch weg. HP is not full. Cure Terror. Aber geterrort ist niemand, ne? Schlaflosigkeit, Melancholie. Ah, man kann doch weiter scrollen. Ah ja, okay. Experimental. Also quasi nur Depression, Schlaflosigkeit und ja, irgendeine Art von Terror. Ein Trauma tatsächlich kann man hier nicht heilen. What? Gremlin in school, was ist das denn? Da ist einer. Wir gucken nochmal, was er macht. Er macht ja die Dinge kaputt. Der frisst! Der frisst mir die Rollen weg. Na, ich breche ab. Hoch da. Go, 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 Christopher. Der hat die ganzen Rollen weggefressen. Wie konnte das denn passieren? Klatter. Ho, 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 ja, okay. Need Room. Klatter Range 0 bis 20. No Gremlin will spawn. Puh, das war jetzt schwer zu erkennen, oder? Also ja, hier passiert. Die können wir auch mal alle einsammeln hier. Die Zauberstäbe, da ist sogar noch eine dahinter. Seht ihr das? Ja. Gremlin spawn every 12 hours. Ich würde mal sagen, das ist eher das hier, oder? Na, ich weiß es nicht. Man kann es nicht so gut sehen, tatsächlich. Wir haben hier oben noch einen kompletten Raum. Es fehlt halt immer noch an dem Ektoplasma. Mano, Mama. Ektoplasma. Dass hier nicht irgendwo was rumliegt. Ektoplasma. The corpse of a crow will spawn a spectral crow at night, can be processed in a mitten jelly for useful reagents. Reagenzien. Mann, 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 Mann. Okay. Einer nur noch. Bill muss nur noch Medical resten.
dann haben wir das erstmal wieder ausgearbeitet. Das ist ja schön. Die Schüler sind noch dabei zu lernen. Hier können wir mal gucken, wie die so alle ausschauen. Hier, er macht noch ein bisschen Nature. A long-lasting limitation incurred when a mage reaches 0 HP or has a break. If a mage receives a trauma and has no death saves, they die. Okay. Trauma ist eigentlich nichts anderes als das Wort Verletzung. Ja, meistens bezogen auf Seele, aber gibt es eben auch für den Körper. Im Körper, da kommt es eigentlich sogar her, ne? Nimmt man das als erstes. Also ein Bruch zum Beispiel oder eine andere Art von Verletzung. Okay. Eigentlich, glaube ich, machen wir uns gerade ganz gut. Bill schläft nochmal. Trauma stripped of safety 26 days. Also ich würde mal so sagen, ich jetzt als Oberlehrer würde jetzt ungern nochmal in den Kampf reingehen. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, dass wir uns einen Firewand-Lehrer irgendwie an den Start ziehen. Und ich meine, da macht es doch irgendwie Sinn, sich einfach nochmal einen Schüler zu spawnen. Wo haben wir denn hier? Da würde ich doch mal sagen, holen wir uns nochmal einen Schüler für einen Firewand. Fire, fire, fire. Jawohl. Und das machen wir einfach mal. Dann haben wir nicht nur einen Schüler mehr. Dann können wir eben auch nochmal diesen Firewand einsetzen. Den machen wir als Lehrer. Ich bin halt der Oberlehrer, ne? Ist ja klar. Christopher zählt nicht, der braucht auch keinen Schlafplatz, der ist einfach so mit dabei, finde ich gut. Wir haben hier noch ein paar Wands, ein paar Zauberstäbe. Habt ihr eigentlich, wahrscheinlich habt ihr alle Harry Potter gesehen, ne? Ich muss ja gestehen, ich ja nicht, das ist ja immer peinlich, wenn ich das sage, aber so ist es halt. Ich will nochmal gucken, ob ich irgendwie was sehen kann im Sinne von ist besonders geneigt oder geeignet für Forschung oder so. Conviction. Der hat halt eine relativ niedrige Conviction. Das ist natürlich. Nee. Recreation. Warte mal, da konnte man doch auch was bauen, ne? Relaxation options to raise the conviction of your mages. Ja, das müssten wir auch mal erforschen, oder? Es gibt halt so viel zu tun. Vielleicht machen wir sogar noch mal eine zweite Forschungsstation. Was haltet ihr denn davon? Das finde ich gar nicht so schlecht. Mit einem zweiten Feuermage, also noch mal so einem stellvertretenden Schulleiter, einfach vielleicht tatsächlich noch mal eine zweite. Ja, so machen wir das. Guck mal. Und dann bauen wir das hier ab. Dann haben wir hier unten eine Küche drin. Lass mal gucken hier. Workshops, Dining Rooms, Classroom, Bedroom, Medical Room, Ritual Room. Was? Ich will eine Kitchen haben. Dining Room? Nee. Medical Rooms. Infirmary. Hospital Ward. Aua. Warte mal, eben mach mal Pause. Was brauchen wir hier? 5 oder mehr. Okay, wow. Doppelte Heilchancen heißt eben auch. Oh, naja, gut. Okay, was haben wir hier? Conviction. Common Room. House Common. Nee. Haben wir gar keine. Score. Oh ja, Mage Score ist auch gut. Ich möchte eigentlich Workshop, Research, Scholarly, Kitchen. Ah ja, hier. Workshops. Also das müsste hier ein Workshop werden. Was haben wir denn da? Ein oder mehr Cooking Stations haben wir. Ein oder mehr Small Spice Rack. Eine Pantry, die haben wir schon mal. One or more Chimney Lofted. 13 oder größer Luxury. Ach du heiliger Bimbam. Okay.
Was haben wir da sonst noch? Atelier, Fine Kitchen, Woodcuttery, Painting Studio, Sculpture, Mage Study. Hier, guck mal. 100% Research-Rate. Must have eine Door, one private and skewed. Was ist denn skewed? Steht das da irgendwo? Skewed. One outer wall at least 3 blocks taller than the other. Mhm. Okay. Ich würde mal sagen, da können wir mal überlegen, ob man dann nicht hier irgendwie nochmal hier vielleicht. Lesen wir nochmal. Eine Türe. Private und skewed, grounded. Wie kriegt man denn only one point of entry? Ah ja, okay. Das müssen wir machen. Und skewed, one outer wall. At least 3 blocks taller than the other. Also quasi so eine kleine Kammer. Die könnten wir dann hier oben hinbauen. Was haltet ihr denn davon? Vielleicht geben wir das einfach mal in Auftrag. Hä? Machen wir das mal. Machen wir hier oben so eine kleine Forschungskammer, so einen kleinen Forschungsraum, ja. Also, dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Decke. So. Dann müssen wir das Ganze hier demolischen. So, dann haben wir eine Decke. Und dann brauchen wir hier eine Wand. So vielleicht. Hier haben wir ja schon eine Wand, da ziehen wir dann nochmal eine Decke rein. Ich komme da irgendwie immer an die gleiche Stelle. Ne, das aber nicht so richtig. So. Und hier müssen wir eine Türe reinbauen. Türe. So. Hervorragend. Da haben wir doch da unser neues. So. Da haben wir doch hier unser neues. Unsere neue Forschungskammer. Ist das denn richtig? 1, 2, 3? Ne, das ist nicht richtig. Guck mal. Das ist gar nicht so richtig. So, ne? 1, 2, 3, 4. Genau. 1, 2, 3, 4. Genau. Wir haben immer so einen Raum, ist immer 4 hoch. Alles klar. Das hier geht gerade nicht, weil. Na, das geht schon. Okay. Gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss für heute. Haben wir hier jetzt nochmal unseren neuen Abschnitt. Hier machen wir jetzt den Zauberladen rein mit noch mehr Forschung. Und dann gucken wir, dass wir unten die Küche reinkriegen. Das wird ein Spaß. Ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.